In der zweiten Liga bekäme der MSV deutlich mehr Geld, nämlich mindestens 7 Millionen Euro. Damit könnte der Verein die Altlasten aus dem Insolvenzjahr 2013 weiter abbezahlen. Duisburg in Blau-Weiß von Beginn an präsent. Freistoß, das macht Andreas Wiegel und Pentke. Die erste Möglichkeit nach 2 Minuten. Die Gastgeber müssen auf den gelb gesperrten Spielmacher Schnellert verzichten, kaschieren seine Abwesenheit zu Beginn durch Kombinationsfußball. Ahmet Engin und Stanislav Iljutschenko. Jahn-Trainer Heiko Herrlich ist auch heute als Improvisationskünstler gefragt. Ihm fehlen wieder 9 Spieler. Sein Team wird dann wenig später mutiger. Nanzig. Und Marco Grüttner. Regensburg, Top-Torjäger artistisch nach Gelbsperre, zurück im Sturmzentrum. Die Partie danach intensiv, aber lange ereignislos. Oder Bass mit der Grätsche und dann Albutat schaltet schnell und sieht Stanislav Iljutschenko, Führung für den MSV. Iljutschenko geht momentan richtig steil, 3. Treffer innerhalb von 2 Wochen. Oder Bass, neu in der Startelf, klärt erst per Grätsche und kommt dann einen Tick zu spät. Aber Iljutschenko macht das auch richtig gut. Und Duisburg bleibt nach der Führung auf dem Gaspedal. 5 Minuten später, Wiegel wird abgeräumt von Hofrath. Und dann wird diskutiert. 4 gelbe Karten hat Schiedsrichter Dr. Robert Kamka im ersten Abschnitt gezeigt. Führt seine Linie konsequent durch und gibt Rot. Platzverweis für Marcel Hofrath, der kann es nicht fassen. Der Verteidiger geht intensiv in den Zweikampf, trifft zunächst den Ball, für meine Begriffe rot zu hart. In Unterzahl ist Regensburg dann erstmal nicht unterlegen, sondern offensiv denken. Wieder Marco Grüttner, Latte! Der Stürmer so präsent, es fehlt nicht viel, Bohmheuer fälscht noch leicht ab. Es bleibt beim 0:1, nach 45 Minuten hat Heiko Herrlich ordentlich Redebedarf. 2. Abschnitt. Man hat nicht das Gefühl, dass die Gäste ein Mann weniger sind. Die beste Offensive der Liga spielt munter nach vorne. Salah. Und in der Mitte Erath gegen Grüttner. 11 Meter, sagt Schiri Kamka. Erath bringt Grüttner zu Fall. Der steht bei der Hereingabe von Salah jedoch im Abseits, der Zweikampf. Dann also nicht mehr zu bewerten, 11 Meter, Fehlentscheidung. Marc Flecken gegen Andreas Geipel, der Ausgleich 1:1. 6. Saisontor für Geipel, souverän verwandelt, schickt Flecken in die falsche Ecke. Beim Jahn kommt kurz vor Schluss Kapitän Markus Paljonis. Comeback nach Kreuzbandriss, er soll mithelfen, den Punkt mit 10 Mann über die Zeit zu bringen. Aber dem MSV fällt so gar nichts mehr ein. Kurz vor Schluss, Martin Dausch nochmal aus der Distanz. Ungefährlich und dann ist Schluss. Duisburg und Regensburg trennen sich 1:1. Es war schwierig, Torchancen sich zu erspielen, aber wir haben es trotzdem geschafft, auch in Unterzahl. Ich denke nur an die Großchance von Marco Grüttner kurz vor der Halbzeit. Und ich bin froh, dass wir hier einen Punkt mitgenommen haben. 7-mal gelb, 1-mal rot, 1-mal Elfmeter. Viel Feuer in der Partie. Schön zu sehen, dass sich am Ende beide Trainer versöhnlich in den Armen liegen.